Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort. Aktuell ist die Aussaat auf Feld 1. Gerste. Und wir wollen weiterhin Stroh verkaufen. Das heißt, wir fahren jetzt auf Feld 13 und holen uns den Ballen da weg. Das kriegen wir hin. Wie ihr seht, versuche ich immer noch mit der Kamera zu experimentieren. Wie steht es am besten? Wie geht es am besten? Sieht es am besten aus? Bin mir nicht ganz sicher. Einer mit Gesichtserkennung, dort hat er so richtig dran gezoomt. Wollen wir nicht. Denkt man so, ist am besten. Denke ich mal. Kann mir auch irren. Könnt ihr gerne kommentieren, was ihr davon halten würdet. Mann, ist hier viel Stroh. Dreihundertzwanzigtausend haben wir jetzt. Das heißt, Kreditrahmen von 300.000, glaube ich, habe ich noch. Das könnte man sich Land für kaufen. Würde sich Feld 14 anbieten. Beziehungsweise Land 14. Man kann aber natürlich auch Forstgebiet kaufen. Ein Stück Wald. Und den einmal kräftig abholzen. So wie hier vorne das Stück zum Beispiel. Dann kann man das auch wieder aufforsten. Strohballen ist wieder voll. Schauen wir nach dem besten Anbieter zum Verkauf. Nach wie vor noch Heizkraftwerk. Dann fahren wir zum Heizkraftwerk. Ist ja ein bisschen weiter zu fahren, aber was soll's. Wir haben einen LKW. Das war nicht der schnellste, aber liegt auch daran, Realistic Mod, der die Gewichte entsprechend anders berechnet. Das mag so sein. Denn sobald das Stroh runter ist, muss die Aussaat auf Feld 13 beginnen. Das bedeutet, ja, Arbeit. Gehen wir auf Innenansicht. Ist bei den Bäumen besser. Der Kollege arbeitet. Viele, viele Ballen. Haferstroh. Sehr gut. Aber hier ist Stroh, Stroh. Oh, da ist ein Berg. Die Lenkung noch nicht so ganz, wie ich das vorstelle. Aber am nächsten Patch warten. Rechts kommt keine, links zahlt Versicherung. Ups. Ich muss die Lenkung unbedingt noch was machen.
Da sind wir wieder. Außenansicht. Gleich wieder auf Aufladen stellen. Zurück zum Feld 13. Oh, ist da Unkraut. Holen wir gleich. Sonst. Geht vorwärts. Viel Stroh. Übrigens. Wir haben bald wieder Stroh. Trockenstroh. Oder auch Mutter ist die Kuhweide. Hier ist er auch bei. Oh, Tank ist leer. Shit. Das ist gut. Ich hätte tanken müssen. Ach, nee. Gut. Gleich Planänderung. Unseren neuen Mod. Wo wir reparieren können. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist natürlich jetzt blöd. Gut, dann machen wir die Restarbeit machen gleich. Bevor da Wachstum beginnt. Muss ja nicht so genau sein. Zumindest das meiste muss gemacht werden. Hier die kleinen Flecken zum Beispiel. Da die Ecke. Hier müssen wir reparieren. Machen wir mal 17 km/h. Da steht der LKW. Komplett leer. Das kostet wieder Geld, den Volltanken. Aber so ist das, ne?
Baum wollen wir wegnehmen. So genau sein. Das meiste ist gemacht. Ja. Ich muss die Uhr schauen, meistens überziehe ich die Zeit. Oh, da wächst schon was. Natürlich nicht gleichmäßig. Gut, das ist nicht anders. Das ist halt so. So, ich kann nicht nachziehen. Dann wäre Feld 1 auch fertig. So. Bauen wir runter. Rocken. Ja. Da kommt mir noch Unkraut irgendwann und dann geht das auch los. So. Ja. Und mindestens. Na, wenn ihr so blöd seid zum Überholen, dann ist selbst schuld. Hey.
jetzt auch nicht schlecht. Hat er sich umgeschmissen? So, mal schauen wir. Leer. Das heißt, wir müssen mal auftanken erst. Macht ja nichts. Wir hätten es aber auch mit Folge liefern können. Stelle. Und wenn wir getankt haben, das ist schon wieder Wolken oder wie ist das jetzt? Das Licht zu komisch. Diesel rein. Ah, den guten Diesel. Oh Mann, wenn alle Elektroautos fahren nachher, wird doch lustig. So, meine Freunde der Landschaft, das soll's für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Es hat gefallen. Ansonsten würde ich mich freuen über ein Like. Auch gerne über ein Abo. Haut mal eins rein. Kostet ja nichts. Ansonsten würde ich mich freuen auf ein Wiedersehen. Zusammen mal winke und goodbye. Bis hoffentlich zur nächsten Folge.